erwarte vom heutigen Open, dass ich überrascht werde. Das ist etwas ganz Neues. Also ich habe mal eine Veranstaltung in einem Kleiderladen. Ja, ich bin recht nervös, weil es ist zum ersten Mal, dass ich jetzt etwas mache. Soll ich jetzt sagen, ich sei nervös? Weil es macht sie ja so sympathisch. Oder du denkst, ja, jetzt hat er schon so viel gemacht und ist da immer noch nervös. Aber nein, leider nicht. Eben noch wohnhaft in der 77 Bombay Street und jetzt auf Hennys Kultsofa. Matt Buchli. Herzlich willkommen auf dem Kultsofa. Ich nehme an, du kommst direkt von Ski-WM, oder? Mehr oder weniger? Nein, nicht direkt. Von Basel. Du tust eigentlich selber auch Skifahren, nehme ich an, oder? Ja, ich tue sehr gerne Skifahren. Allerdings ist bei mir so das Wasser und das Meer ist irgendwie gleich noch, hat für mich eine grössere Bedeutung als der Schnee. Ich würde sagen, als Skifahrer hast du relativ braune Arme. Okay. Aber erzähl mal von deinem Bigfoot-Unfall. Das war mein Bruder, der einen Bigfoot-Unfall hatte. Ah, okay. Du hast mir ein Geschenk mitgebracht. Mhm. Wir sind ja eine Band. Und wir sind vier Brüder in dieser Band. Und alles hat eigentlich angefangen bei uns in Scharanz im Keller. Mhm. Und dort haben wir noch kein Label gehabt und wir haben niemanden gehabt, der uns gemanagt hat oder der uns aufgenommen hat. Und so. Und wir haben wirklich alles selber gemacht. Also es hat wirklich... Also es ist sehr selten, es ist nicht erschienen und wir haben eine limitierte Auflage gemacht. Eben, das ist schon vor 1000 Jahren und ich würde dir das gerne schenken. Es ist vielleicht noch spannend für dich, um zu schauen, wie alles angefangen hat. Merci, vielmals. Ja. Merci. Du darfst es eigentlich jetzt auspacken und gut. Wir versuchen nachher, es ist ja bekannt, dass Männer nicht so multitaskfähig sind, wir versuchen jetzt gleich ein bisschen weiter zu reden. Mhm. Du bist ja, also in diesem Jahr hast du eigentlich Pause. Ja. Eine Art, also von der Band, oder? Aha. Und ich habe gelesen, ich hoffe, das stimmt jetzt, also ich weiß nicht, vielleicht ist es einer von deinen Brüdern gewesen, aber dass du eine Bachelorarbeit schreibst über Lebensmittel, irgendetwas. Bevor wir die Band hatten, habe ich studiert, ich habe Agrarwissenschaften studiert, das ist für die, nicht wissen, was ist mit Landwirtschaft. Multitask. So wie? Multitask. Also wie alles wächst und so. Und zuerst zum Studium. Habe ich Agrarwissenschaften studiert. Ja. Ich bin wirklich mega schlecht im zwei Sachen gleichzeitig machen. Du hast jetzt noch mal erzählen wegen dem Studium. Richtig. Ich habe dann das Studium abgebrochen und habe jetzt vor einem Jahr habe ich angefangen, Lebensmittelwissenschaften fertig zu studieren und bin im Moment dran an einer Bachelorarbeit. Und du den Natriumgehalt im Urin von schwangeren Frauen und Kindern untersuchen. Yeah. Falls jemand vielleicht zu WC muss, ich habe sonst so Gefäße mitgebracht. Du brauchst noch 5 Proben. Wir brauchen noch 5 Proben. Ah, schau, wie originell. Eine CD. Halunke. Ja, sehr gute Musik, kann ich empfehlen. Gut. Selber auch schon reingelost. Aha, schau jetzt, schon wieder eine CD. Ja. Und nochmal eine. Ciao Matt, hier ist Matt Glarnschwinger, kann ich 2016. Wir sind gerade zu Macklingen im Spitzensportweg gekommen. Der Kameramann ist der Schwinger, kann ich 2010, der Kilian Wenger. Wir sind fleissig im Trainieren, vor allem wegen dieser Niederlage, die ich kassiere gegen den Touch the Mountains. Ich habe gemerkt, dass du wirklich ein riesengroßes Talent wärst und ihr wartet eigentlich schon gleich wieder im Sagmal. Dass du deine Schwingerkarriere fortsetzen kannst. Und wer weiß, vielleicht gibt es aus dir ja einen Hansi Hinterseher aus dem Schwingsport, einen guten Sänger und gleichzeitig noch Schwingerkönig. Wer weiß. Er ist einfach sicher etwa doppelt so schwer wie ich. Und er hat mich dann beim ersten Mal hat mich wirklich so aufgepackt und einfach so in die Luft gehabt. Und also ist sehr eindrücklich und sehr sympathischer und bodenständiger Typ. Wenn du weißt, jetzt habe ich das letzte Mal gespielt, ich gehe jetzt ab der Bühne und nachher, gut, mal heute Abend spielen wir ja auch. Aber jetzt mit deinen Brüdern wirst du jetzt auch in diesem Jahr nicht viel spielen. Mhm. Mit was für einem Gefühl gehst du aber? Ich weiß auch nicht. Ich glaube schon, dass ich es vermissen werde. Im Moment stimmt es für mich so. Und es ist auch schön, dass jetzt einmal eine ruhigere Zeit ist. Weil es ist doch auch... ja, jedes Mal ist eine riesen Anspannung, funktioniert alles. Es ist auch immer ein rechter Druck. Ich muss allerdings sagen, ich habe weniger Mühe, um auf die Bühne zu singen, als so wie jetzt auf die Bühne zu reden. Ich finde das, noch schwieriger irgendwie jetzt so für mich. Aber ich finde, du machst es sehr souverän. Du übrigens auch. Der Matt Buchli ist ein schlimmer Finger. Er tut alles, ob er es nicht könnte. Dabei ist er ein guter Schwinger. Henny, nimm die Acht vor dem Burst.
Der Matt Buchli ist ein Heimli-Face, gell Matt? Aha. Er weiss genau, um was es geht. Am eidgenössischen Schwingfest, wo wir zusammen gespielt haben, sind mit Bombay Street und mir mit dem Traufer, hat er mich zu einem Schwingkampf herausgefordert. Ich habe natürlich gedacht, Oberländer, der Bündner fallen, mag schnell auf den Rücken. Zack, bin ich auf dem Rücken gelegen. Und warum? Habe ich erst am nächsten Tag im Schweizer Fernsehen erfahren, weil er dort erzählt hat, dass er ein Jungschwinger war. Ja. Also habe ich nicht verwundern, wenn du irgendwann zack flach auf dem Rücken liegst. Bist du wirklich Jungschwinger gewesen? Das war einer von deinen Brüdern. Nein, das bin ich, aber es stimmt nicht. Also er hat mir auf den Rücken gelegt. Du hast genau das einzige Mal ein Fernseher zum Fenster rausgeschossen. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ich liebe Filme und ich liebe auch gewisse Sendungen. Und alles ist super, aber ich finde, zum Teil kann ein Fernseher, oder ja, einfach so, wenn man einfach heimkommt und passiv einfach Zeit vor dem Fernseher verbringt, man sagt dann auch ein bisschen Zeitstaubsauger, tut es mir manchmal schade. Gerade wenn das Familie mit der ganzen Familie machen. Und das hat mich immer so genervt. Und dann habe ich schon früh irgendwie so eine Aggression gegen Fernsehen aufgebaut. Danach haben sie das in Chur organisiert. Sie haben dann dort ein Hotel gemietet. Und haben dann unter den Platz abgesperrt. Und ich konnte dann wirklich so einen Fernseher nehmen und aus dem Fenster werfen. Ja. Und das habe ich sehr genossen. Das ist super gesehen. Das ist recht Rock'n'Roll. Ja. Puller wrapped in big black coats, running down street like ghosts, as I'm taking in the waves of my tram that never stays, with all your memories in mind. I feel you sitting by my side, so take your head. Songs never stop. You can own the world. And please don't hide your face while we trade a place. You can own the world. You can own the world. Ein herzliches Willkommen, der Hip-Arme der Schweizer Satire, Victor Jacobo. Victor, ciao. Ja, ich freue mich unglaublich fest, dass du endlich da bist. Ich habe lange warten, jetzt komme ich etwas zu rufen. Ja, genau. Ich weiss, bei der Rockmusik geht es nicht so zu. Du hast mir ja ein Geschenk mitgebracht. Ja, das ist mein Badge, das ich beim Arosa Humor Festival hatte, jetzt vor 2 Monaten. Ach, cool. Da steht Victor Jacobo drauf, sogar 2-mal. Und ich habe gedacht, wenn du mal willst, als Victor Jacobo unterwegs sein und mal sehen, wie das ist, dann kannst du das einfach anlegen. Merci viel mal. Oh. Perfekt, das ist folgendes. Du weißt, gell, dass ich grosser Tierfan bin. Ja, und Katzen Filmli-Liebhaber. Nicht nur halt alle Tiere. Ich kann mittlerweile... Wieso hast du hier einen Burger gegessen, um zu Nacht? Ja, dort hat man das Tier nicht mehr so kennt. Also wenn jetzt das zwischen zwei so Deckel gewesen wäre, hätte ich es nicht gegessen. Garantiert nicht. Also, super, danke vielmals. Ja, super, lesen also, wir es an. Ciao miteinander. Tschüss. Kann man aus so einer Urinprobe herausfinden, wie es dann nachher wird heissen, das Kind? Oder? Das ist immer ein seltener Name, Victor. Also ich kenne den einzigen, den ich kenne. Ich kenne zwei jetzt. Ich kenne einen, der den Sohn Victor nennt und ich will den eigentlich nicht nennen hier. Das ist der Roger Köppel. Ist wirklich so. Ist das nicht auch ein bisschen so, ich stelle mir ein bisschen vor, wie bei uns, wenn wir eine Tournee fertig haben, dass man dann plötzlich fast Entzugserscheinungen hat? Also spürst du das nicht? Nein, absolut nicht. Nein, ich habe eher jetzt die Freude an diesen Projekten, die ich jetzt arbeite und die ich jetzt auch anders arbeiten kann. Und ich kann so Sachen übernehmen, die ich früher nicht auch können, zum Beispiel das Kultsofa kommen, oder? Hätte ich früher ja nicht können. Habe ich ja immer. Ja. Was ist so der krasseste Beschwerdebrief oder das Beschwerde-E-Mail, die du bekommen hast? Oder was das Coolste? Also, da hat es ein paar ganz deftige darunter. Einer, der zum Beispiel einfach mir schreibt, er hat mich immer ein unhure gewaltiges Arschloch gefunden. Aber in der letzten Sendung hat er feststellen, dass ich sehe wie er. Und darum fände er mich jetzt gut. Und ich habe jedes Verständnis, wenn einer jetzt findet, er möchte mich jetzt nicht ausstehen, weil er meine Fresse nicht gern sieht am Fernsehen. Habe ich ganz im Ernst jetzt Verständnis.
Er muss es mir nicht unbedingt gerade mitteilen. Das dumme Arschloch, oder? Lieber Victor, ich bin ja jetzt sozusagen in deiner Zukunft gelandet, da wo früher oder später alle Rentner ankommen, in Thailand. Und du bist ja auch schon da gewesen und hast, naja, nennen wir es mal, bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich lebe nur alleine. Gun sabai di hupa. Gun yu di nai. Gun ben kon patet alai. Chü alai ka. Wirklich eine tolle Aufnahme, das ist Mai Ling, das ist mittlerweile meine Frau. Sie sitzt da hinten, mittlerweile Rentner und gehe jetzt einmal so zu kurz vor der 12 an Kassen an und hat jetzt Gemüse noch nicht gewogen. Das ist so ein mit dem, was ich Freude habe heute. Lieber Victor, es ist kaum zum Glauben. Jetzt hast du dich doch erst gerade von dieser Basisträgerinstitution SG emanzipiert, wo null Dynamik drin war. Und jetzt wird es noch übel, jetzt trittst du sogar in Shoppingcenter auf, wo die Bühne hat. Wie komisch ist das denn? Das passt doch überhaupt nicht. Ich bin darum extra für dich in einen wenigstens dynamischen Ort hineingegangen, in einen Lift, damit wenigstens der Dynamik hat. Wir fahren jetzt in den dritten Stock, den gibt es zwar nicht, aber wenigstens bewegen wir uns nämlich aufwärts. Victor, ich bin sehr enttäuscht. Ich hoffe, du reitest den Auftritt nicht in die GC. Und Henny, nimm ein Herz dran. Locher machen relativ viel. Der Fabian macht ihn zum Beispiel auf die schrägste Art, wenn man nur kann. Er macht ihn als Zugabe in seinem Programm. Wenn er schon draußen ist und die Leute immer noch klatschen und bevor er reinkommt, hört man ihn nur und er redet gar nicht richtig als Block. Ich kann ihn nicht so gut wie er oder er. Man sagt, er tut ihn nicht einmal mehr reden lassen, sondern er macht nur noch Geräusche als Block. Und man weiß. Und das finde ich etwas vom Genialsten eigentlich. Ein bisschen einfacher geworden, je älter du seid worden, oder schwieriger? Einfach Kinder ins Spiel kommen. Also, jemanden zu St. Gallen, nachher dort in Zürich ist mal noch etwas gesehen. Also, nicht zärtliche Kinder, meinst du? Das ist so ein Fiktor. Wir reden hier, ich weiss noch, wir reden von Groupies, wir sind ja Rockstars. Ja, weißt du, einer, der berufsmässig so Fruchtwasser untersucht oder Urin überreicht. Ich meine, der muss ja schon fast aus beruflichen Gründen. Ja. Ich merke das auch schon in meinem Alter, oder mit 34. Du bist nicht mehr gleich angespannt wie mit 23, wenn du auf die Bühne gehst. Dort habe ich wirklich mega genervt, wenn etwas nicht ganz funktioniert hat. Und so. Und inzwischen bist du alt und weise. Ja, ist mir alles ein bisschen gleich. Das ist mir alles so gleich. Ich kann mir vorstellen, wie gleich es mir ist. Ja. Nämlich doppelt so gleich. Eben. Darum sind wir auch hier, oder? Natürlich. Das Publikum tut pantomimisch Sachen darstellen. Und Publikum, ich bin der Schiedsrichter. Ich sehe ja gar nicht das Publikum. Wir sind im Dunkeln. Ja, kann man schnell da die Dinger vor ein bisschen umdrehen? Ja. Nicht, hä? Schade, müssen wir das Spiel nicht machen. Das tut mir jetzt leid. Ich bin so gern. Was? Paddeln? Flaschen aufmachen? Ja, genau. Skilift, ja. Was? Skilift? Ja. Skilift, ja. Also normalerweise machst dann du das dann machen so. Dann machen die so viel Skilift. Ich tue mal die Leute ablenken. Kotze, Hühnle, Eier, grosse Eier. Also es ist dir fasziniert so. Du hättest mir nicht so viel Weiss. Ich mache noch ein bisschen Pantomime, gell? Ja. Ich spiele einen, der Weiss auf und zulässt. Mal schauen, ob sie das herausfinden.
then you gotta be stronger. Don't let it get away, don't you wait any longer. Whoa, oh, oh. So cool, Dado! Ich kann gratis Weissen saufen! Ist grausam eingefahren! Es war schön, es haben die Leute Freude gehabt. Der Reni hat es super gemacht. Ich kann es nur empfehlen, allen anderen Künstlern und dem Publikum, das zu schauen.